Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur eine nicht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Und das waren wohl wir. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Alles klar. Danke dir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Oh, das können wir. Darum geht's in diesem Spiel. Danke dir, alter Mann. Wechsle die Kleidung. Na endlich. Was steht da? The word is a diagonal. I am the Bellingson Point. Aha, aha. So, kippen. Alles klar. Erstmal ein bisschen umschauen natürlich wieder. Ganz schön dunkel hier. Rancher, build for the toughest road. Okay, hier können wir neue Klamotten anziehen. Oh, bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Alles klar. Wir können jedermann sein, wie wir fröhlich sind. Im Stream waren wir, glaube ich, eher hier mit dem blonden Vokuhila. Und hier im Let's Play würde ich gerne eher hier sein. Natürlich weiß wie der Schnee. So, und jetzt natürlich mal gucken. Hier, wir hatten den hier, hatten wir. War eigentlich lustig. So, der sieht ein bisschen aus wie Monk. Das kann man nicht machen. Viele Optionen haben wir zugegebenermaßen nicht, aber ein bisschen individualisieren können wir. Wahrscheinlich wegen der Multiplayer-Komponente. Und ganz ehrlich, ich bleib mal, glaube ich, bei dem hier so ein bisschen eher. Muss nicht unbedingt so schwarz sein. Oder sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber sieht ein bisschen zu schwarz aus, sieht so ein bisschen aus wie Till Lindemann-Style. Das hier geht natürlich auch immer klar. So schön, dass die Stoppeln auch verschiedene Färbungen haben. Finde ich ganz nice. Aber ich glaube, ich bleib mal ein bisschen bei ihm hier. Das, ja, geht auch. Aber ich nehme mal das hier. So, bestätigen. Die, alles Allerweltsgesicht einfach. So, wähle eine Kategorie. Oberkörper, natürlich so. Mega unauffällig. Ich nehme einfach mal das dreckige Abgewrackte hier. So, dann Unterkörper. Da war nicht viel Wahl. Ich nehme die Blue Jeans. Was willst du auch anderes machen? Kopfbedeckung. Geht auch. Natürlich, mit der Kopfbedeckung werden die uns einfach nicht mehr sehen. Wobei, weißt du, ich brauche einfach keine Kopfbedeckung. Hände. Die hier. Die Hände eines Killers. Hey, Hände. Ausrüsten. So. Gut. Dann haben wir das soweit. Bestätigen. Ich glaube, wir werden es niemals sehen. Rede mit Dutch. Okay.
Das ist so ein typischer Name. Warum heißt der nicht zum Beispiel Mulch oder Rinde oder so? Was ist das hier? Leased Lager, because you never really owned beer, you just rented. Was? Brief an Dutch. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt, aber Anna hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist eine der besten. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky drauf steht, aber Anne machen sie nur Angst. Wir sprechen uns bald, Robbie. Der Sohnemann. Wenn ich was vorlese, lese ich es ein bisschen schneller, weil ich weiß nämlich nicht genau, wie viel es diesmal zu lesen gibt. So. Offenbar wenig. Brief vom Hope County Chronicle. Lieber Mr. Roosevelt, ich würde gerne zu Ihrem Konflikt mit den Regierungsvertretern bezüglich Ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, halten Sie um eine Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurde. Das führte dann zu Ihrem mehrtägigen Gefängnisaufenthalt und der nun anstehenden Gerichtsverhandlung. Ich hätte gerne Ihre Bestätigung, dass Sie vor Gericht gesagt haben, Wasser ist ein gottgegebenes Recht und die Regierung stiehlt uns unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kreidebleichen Arsch darauf verwetten, dass ich sie missachte. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzeichnen zu lassen. Jeb Boyd, Hope County Chronicle. Aber Regenwasser sammeln, wie kann das illegal sein? Regenwasser gehört doch niemandem. Also, noch nicht. Bis Nestle das kauft, natürlich. Okay. Ja, wir gehen... Ja, der macht gerade Fitnessübungen. Wir gucken natürlich erstmal ein bisschen rum. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Missachtung des Gerichts 2 Nächte im Gefängnis, nachdem er für sein Recht stritt, Regenwasser in einer Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roosevelt hat dieses Wassersammeln ohne entsprechende Befugnis betrieben und damit aufs eklatanteste die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven, Edwin Garcia. Mr. Roosevelt bestreitet die Vorwürfe. Okay, wenn er hier wirklich so einen Stausee angebaut hat, ich weiß nicht genau, oder so einen Staudamm, dann kann ich es vielleicht verstehen. Wobei, auf eigenem Land ist das dann nicht erlaubt? Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Uma dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Ach, Uma. Und Ray Ray werden wir später noch treffen, das weiß ich zufällig. So. Halt, plündern. Was konnte ich hier plündern? Irgendwas konnte ich hier plündern. Pistolenmunition. Da, den Schrank. Okay, alles klar. So. Gut, huch. Hä? Nicht du. Ach, da. So. Fängt schon gut an. Alles klar, wir gehen mal zu ihm rein. Eli? Sollen wir loslegen? Also, ich bin bereit, wenn Sie es sind, Kollege. Captain Picard. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Jo. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Hey, Dutch. Ich versuche, mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Mhm. Nichts Gutes. Nein. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Natürlich. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Mhm. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Alles klar, danke dir. Nimm die Pistole und Karte aus dem Safe. Wo ist der Safe? Da ist der Safe. Nehmen. Die Karte haben wir Inventar und Weltkarte freigeschaltet. Das wäre dann das hier. Aber momentan können wir leider nur die kleine Insel hier sehen. Wir sehen noch nicht viel mehr. Wir können momentan noch nicht rauszoomen. Das hat natürlich einen Grund. Wir werden uns die Karte nachher nochmal angucken. So, den Schlüssel und natürlich auch die Kanne. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Die hätten sie auch Eddies nennen können, wegen Eden's Gate. Eddies wäre irgendwie, ne,
Peggys? Ich muss bei Peggy immer an El Bundy denken. Ich hatte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem Gesetzeshüter zusammentue. Ich weiß, ich weiß. Sheriff Whitehorse hat dir wahrscheinlich alles beigebracht, was du weißt. Nö. Aber Earl und ich, wir kennen uns sozusagen schon ewig. Hm. Eine kleine Ordnungswidrigkeit hier, eine abgewiesene Klage da, hm, die eine oder andere Kneipenschlägerei. Ich dachte immer, er wäre das größte Arschloch, mit dem ich mich rumplagen muss. Aber dann kreuzte Joseph Seed hier auf. Apropos kreuzen, das machen wir mit ihm später auch. So, hier haben wir eine ganze Seed-Familie, glaube ich. Allen voran natürlich Joseph Seed, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Wer nennt sich denn so? Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art modernen Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Vielleicht hat er da was missverstanden, vielleicht hat er das E und das R umgedreht und meint vielleicht jetzt, wo seine Rente begonnen hat. Er hat seine Anhänger 3 riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht mehr alle. So. Jacob Seed, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed ist für die Ausbildung ihrer Miliz oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhaften Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Wahrscheinlich hat irgendwas mit Zombies zu tun oder sowas. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun. Monster, was? Monsterwölfe, die von der Sekte Judges genannt werden. Judges Judy. Oder? So, John Seed, der Täufer. Der jüngste der Gebrüder Seed und womöglich auch der sadistischste. Ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern, beichten, büßen. Dies sind die 4 Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied bei Eden's Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Und hier die Dame, die wir schon gesehen haben, Faith, die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Henbane River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Auch die werden wir später noch kennenlernen. Ich habe schon mal einen gesehen. Die sehen nicht so fröhlich aus. Achso, er ist wieder an der Funke. So, schaufel nämlich mit. Kann ich mir mein eigenes Grab schaufeln. Halte Q gedrückt um das Waffenrad. Das haben wir schon gemacht. Wähle die gewünschte Nummer. Hast du Q los oder drücke Hm? Alles klar. Okay. Ist ein bisschen ungewohnt hier. Ist ja kein richtiges Waffenrad, aber naja, man findet alles. Kann ich auch die Waffe wegstecken? Na gut, vielleicht mache ich das automatisch. Okay, das brauche ich nicht. Ich habe ja die Schaufel. Und jetzt... Oh, es ist hell. Ah, meine Augen. Ah. Ei. Und jetzt... Hör mal zu. Ja. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Die Frage ist, muss ich alles machen oder eins von denen? Ich glaube, alles, oder? Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Mach ich. Wenn der Kollaps kommt, können wir uns nur noch aufeinander verlassen. Das ist richtig.
Okay, ich muss... Kann ich jetzt Q5 eigentlich machen? Wo ist denn die Knarre jetzt? Q4 ist die, okay. Das geht. Bisschen ungewöhnlich, aber... Oh Mist! Da schießt einer auf mich! Ja, das fing ja schon mal ganz gut an. Danke dir, Wurfgeschosse. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du Q gedrückt hältst. Pipapo. Drücke, um es zu werfen, wie das Dynamit vorhin. Okay. So, wo ist der Kollege, der hier... So. Eigentlich wollte ich die Knarre nehmen, aber gut. Körper bewegen brauche ich nicht unbedingt. Andererseits, ich kann die natürlich alle zum Benzin bringen. So. Er ist ein Zivilist, glaube ich. Der war aber schon tot, das war ich nicht. So. Hier, Pistolenmunition, Verschluss. Hier nochmal plündern. Alles klar, Pistolenmunition. Kann ich diesen Bottich jetzt mitnehmen? Nee, ne? Okay, was ist das hier? Nitro. Okay. Gut, ich gehe mal ein bisschen beiseite. So, Schrein zerstört. Hätte ich auch mit Nitro machen können, aber da bin ich unsicher, ob eins so ein Ding reicht. Ach, guck mal hier. Es regnet Haarschuppen. Von L'Oreal. So. Gut, das hätten wir schon mal. Jetzt befreie Dutchs Insel. Das kann natürlich auch überall sein. Ich guck mal kurz mal auf die Karte. Wir müssen eh nach Süden. Wir haben eh nicht so viel Wahl. Osten, Süden. Gehen wir mal den Weg entlang. Ist immer das Beste, auf dem Weg bleiben. Weil man da irgendwelchen Leuten in die Arme läuft. Guck mal, da oben haben wir noch was. Okay. Der gute alte Johnson-Wachturm. Wer kennt ihn nicht? Legenden berichten davon. Wer schreit denn hier die ganze Zeit? Da hinten, ne? Ist da eine Geiselnahme? Nein, die ist da. Dort. Okay, pass auf. Okay. Da haben wir eine Dame. Nein, okay, das ist komisch. Ah, ne, Q. Das sind Q5. Mir vor wie Zeitverschwendung. Die Omi darf mich nicht sehen. Die hat sich gerade umgedreht. Die darf ich aber nicht sehen. Dem Willen des Vaters widersetzt sich niemand lange. So, wie ist hier die Steuerung für Niederprügeln? Komm schon. Hilf mir mal. Komm schon, hilf mir mal. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Gerne. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Mhm. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Sicherlich. Was ist denn hier los? Das warst du. Scheiße, hör zu. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Diese Sekte kauft die ganze Munition auf. Wild zu jagen wird ganz schön teuer. Hilfe auf Abruf. Was ist das da oben? Da sind irgendwelche Flaschen. Kann ich da auch hoch oder was ist das? Ah, da muss ich da runter segeln. Da muss ich erst... Ah, okay, pass auf. Ich probier's mal ganz kurz. Vielleicht kriegen wir da was Schönes. Hier ist eine Leiter. Da gucken wir mal ganz kurz oben, was da drauf liegt. Auf diesen Hochsitzen hier. Offenbar ein beliebtes Jagdgebiet. So. Toll, was hier so alles für uns rumliegt. Lohnt sich richtig. Ich sollte mal wieder zum See fahren. Ein paar Forellen fangen. Klar. Wurde gerade zusammengeprügelt und jetzt hängt er da auch die ganze Zeit rum und chillt ein bisschen zwischen den Leichen. Und erzählt uns eine fucking Lebensgeschichte.